Ich möchte die Runde komplettieren und der Staatssekretär soll mir das verzeihen, dass ich die Frau vorziehe, denn es ist die erste Frau dann heute Morgen hier auf der Bühne. Das ist ja auch schon wieder komisch eigentlich an der Stelle. Ne? Marlies Ermer als Schulleiterin des Laurentianums in Warndorf. Herzlich willkommen. Schnappen Sie sich einfach ein Mikrofon und wenn Sie mögen auch ein Glas. Und Bernd Neuendorf als Staatssekretär des des Ministeriums, dessen Namen ich... eigentlich nie richtig, ich weiß es, aber wie machen Sie das selbst, dass Sie das, weil ich immer vermute, Sie müssen so eine Klappkarte haben, nicht? Gut, aber das wissen die meisten. Ich könnte ja so tun, als wüsste ich es auswendig, dass das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen einen Staatssekretär geschickt hat. Ein Glück, dass das gut gegangen ist. Dr. Sascha Derichs möchte ich noch nach vorne bitten, vom Leitungsteam des Bildungsbüros in Aachen, beziehungsweise in der Städteregion Aachen. Und schnappen Sie auch noch ein Mikrofon? Gut. Das, was wir gerade gesehen haben, ich fange mal an mit der Praxis. Können Sie sich alle vorstellen, dass das vielleicht auch ein Museumsleiter oder Leiterin vielleicht auch erstmal ein bisschen befremdlich findet? Weil Sie sagen, Entschuldigung, wir haben Archäologie studiert, jetzt braucht mich mal Kanton, war ein böser Mann. Ja, können Sie sich vorstellen, dass... Deswegen fange ich mit den Schwierigkeiten auch von Kooperation an, dass es Berührungsängste gibt von Schülerinnen und Schülern mit klassischen Einrichtungen wie Museen, Archiven, Bibliotheken, Punkt, Punkt, Punkt. Freies Schießen. Ja, gibt es. Wenn man startet, gibt es Berührungsängste, weil man nicht weiß, was mit Kooperation passieren kann. Wenn man mittendrin steckt, so wie wir schon, dann ist das total vorstellbar. Also kleinste Schritte werden plötzlich zu größeren Schritten im Rahmen von Kooperation mit Bildungspartner. Wir sind vom ersten Tag an dabei mit der Stadtbücherei Warendorf. Und ich habe vorhin versucht, an den Fingern abzuzählen. Ich bin schon über 10 Bildungspartner gekommen, weil wir vergessen für das ein oder andere Projekt den einen oder anderen. Es ist vorstellbar, aber wenn man noch keine Kooperation wirklich erlebt hat, dann ist es noch schwierig. Man kann nur sagen, mit kleinen Schritten anfangen. Das geht gut. Sie sind ja als Staatssekretär eigentlich mit Konfrontationen sozusagen täglich ausgestattet. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das, was Professor Helmke auch gesagt hat, mit einer Überdosierung eine Gefährdung oder sagen Sie drauf los, machen, machen, machen? Machen. Es ist so, dass wir die Erfahrung haben, also unser Ministerium, auch Sie haben es ja gerade geschildert, ist sehr bunt, sehr vielfältig. Kinder, Jugend, Familie, Kultur, Sport. Das sind aber, wenn man so will, fallen in diesem Bereich extrem viele Bereiche, die sozusagen Kooperationspartner sein können. Ich zähle mal ein paar auf, wo wir Kooperationspartner sind. Das sind die Archive, das sind Museen, das sind Erinnerungsstätten, auch ganz wichtig. Erinnerungskultur spielt eine immer größere Rolle in dem Bereich. Das ist der Sport natürlich. Und deswegen sagen wir auch ganz selbstbewusst, auch wenn mein Kollege heute aus dem Schulministerium schon hier war, mit dem ich mich gut verstehe, aber wir betrachten uns schon deswegen auch zunehmend als zweites Bildungsministerium. Das ist einfach so, weil diese Kooperationen so extrem wichtig werden. Und das muss man allerdings noch stärker verankern, glaube ich, in den Schulen selber, weil Schule ist ein sehr starker Block und ich glaube, das bricht langsam auf und auch diese, was Musik betrifft und andere Bereiche, da werden die Lehrer ja auch jünger, also die hören auch heute, glaube ich, Rap. Aber ich glaube, wir haben die Begeisterung, die man mir, also das habe ich selber auch schon erlebt bei Kooperationsprojekten, die man auslösen kann, auch wenn man, ich komme nochmal zum Thema Erinnerungskultur, ich bin selber Historiker, also deshalb liegt mir das auch besonders am Herzen, dieses Thema. Wenn man in Münster ist, in so einer Villa Ten Hompel zum Beispiel, in einer Gedenkstätte, wo Schulklassen ganz aktiv den Geschichtsunterricht auch betreiben, das ist auf jeden Fall ein anderes Erlebnis und das ist eine wunderbare Geschichte, die wir uns jedenfalls stark auf die Fahnen schreiben, die wir auch finanziell unterstützen. Wie sieht das bei Ihnen im Planungsbüro aus? Es ist ja, also Sie sind ja mehr oder weniger auch ein Amt jetzt in der Städteregion Aachen. Läuft da auch vieles qua Amt? Nee, wir planen, hört man mich? Ja. Wir planen nicht, wie das alles zu funktionieren hat, sondern wir sprechen uns mit den Menschen ab. Wir fragen nach in den Einrichtungen und in den Schulen, was ist denn der Bedarf? Wir merken, dass ganz viele ganz motiviert, ganz stark motiviert sind,
in die Bildungspartnerschaften einzugehen, viel zu machen, Jugendliche für Jugendliche, dass die auch füreinander was machen. Und da wollen wir helfen. Klingelt das Telefon häufiger oder rufen Sie häufiger an, um eine Kooperation herzustellen? Das hält sich mittlerweile die Waage. Am Anfang war das vielleicht etwas, dass wir in die Initiative gegangen sind, aber wir versuchen etwas den Akteuren zu geben, was notwendig ist für Kooperation. Für eine Kooperation braucht man auch Strukturen. Und für eine Kooperation muss man wissen, wie will man sie ausgestalten. Und für eine Kooperation muss man auch wissen, wer kann der Kooperationspartner sein. Und in den Schulen passiert sehr viel, in den Schulen kommt sehr viel an. Aber wir merken auch, dass nicht immer bei allen das Richtige ankommt und vieles noch nicht ankommt. Und da wollen wir als Mittler auftreten, da wollen wir als Anlaufstelle dienen und Informationsgeber. Wir haben zum Beispiel bei allen Schulen uns eine Person erfragt, die wir Kulturkoordinatoren nennen. Wir haben jetzt Ansprechpartner in den Schulen, das sind die Kulturkoordinatoren, die wir haben als Netzwerk, die wir ansprechen können, denen wir Informationen geben können. Da wissen wir, da sind die Informationen zu neuen Angeboten, zu neuen Kooperationspartnern, zu neuen Projekten genau an der richtigen Stelle. Frau Emmer, wie sieht das im Schulalltag aus? Ist die Voraussetzung, damit so ein Entwicklungsprozess überhaupt stattfinden kann, dass Ganztagsschulen an erster Stelle stehen? Denn man würde es, ich frage es andersrum, man würde es ja zeitlich gar nicht mehr anders runterkriegen, oder? Also wir sind seit 2009 im erweiterten gebundenen Ganztag, versuchen das, was Professor Helmke gesagt hat, Vielfalt den Schülern zu bieten mit externen Partnern. Ich will es nur an einem kleinen Beispiel deutlich machen, was aufzeigt, dass es wirklich geht. Wir haben in Kooperation mit der Volkshochschule Warendorf jetzt inzwischen eine eigene Radiowerkstatt. Letzte Woche haben wir den Startschuss gegeben. Es war einiges an Zuarbeit zu leisten. Wir waren mit unserer Schülergruppe in den Räumen der Volkshochschule. Das bedeutete Zeit zum Hinlaufen, zum Zurückkommen. Wir waren sehr daran interessiert, holen wir das doch möglicherweise mit der Technik auch in unser Haus. Glückliche Umstände haben es gefügt. Letzte Woche ging es los. Und ich hoffe, dass das eben halt auch ein großer Bereich ist, das habe ich letzte Woche gesagt, wo Schüler hineinschnuppern können. Und da bin ich ganz auch bei Professor Helmke. Wir müssen schauen, wo gibt es Bedarf demnächst nicht nur in der Industrie, in der Wirtschaft, vielleicht auch in der Theologie oder wie auch immer. Wir brauchen Kooperationspartner, damit Schüler die Wirklichkeit miterleben, natürlich durch Schule gesteuert, nicht in irgendeinen Eventcharakter mit Nachhaltigkeit. Das, denke ich, ist das ganz Wichtigste. Und die Kooperationspartner, ob das die Stadtbücherei ist oder die Volkshochschule oder auch andere, sind auch auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Es ist allerdings manchmal schwierig, weil Kooperation eine Herzensangelegenheit ist, wenn Personal wechselt, dieses weiterzugeben. Das kann man nicht überstülpen, sondern es muss wirklich von innen heraus für die jungen Menschen gelebt werden. Und ich glaube, die jungen Menschen sind ganz dankbar, wenn sie einfach diese Vielfalt miterleben. Und es ist dann nicht mehr so schlimm, wenn man in dem einen oder anderen Fach jetzt keine Spitzennote bekommt, sondern man hat die Stärke erfahren in einem Bereich, in dem man sich jetzt immer mehr zu Hause fühlt und kann mit der Schwäche, die man vielleicht auch ertragen muss oder mit der man lernen muss, umzugehen, sehr viel besser umgehen, weil das Selbstvertrauen durch dieses einfach stärker wächst. Denn nicht jeder ist, wie Sie vielleicht als Moderator in allen Unterrichtsfächern, exzellent gewesen. Das muss auch gar nicht sein. Sag mal, vielleicht, habe ich gesagt. Sagen wir mal so, die in der Schule aufgepasst hätte, was auch nichts dabei rauskommen können. Ich verrate Ihnen nachher meine Noten. Sie haben die Überdosierung angesprochen. Welche Gefährdung liegt in der Überdosierung, dass vielleicht auch das Innerschulische vielleicht irgendwann mal ein bisschen vernachlässigt wird? Dass es heißt, Entschuldigung, die Kernkompetenz Mathe sollte der Schüler ein bisschen mehr im Auge behalten. Jetzt treibt er sich nur noch in der Musikschule und im Sportverein rum. Das könnte man so sehen. Ich hatte mit Überdosierung was anderes gemeint, aber das trifft den Punkt auch. Ich hatte damit gemeint, dass manche glauben, je stärker und radikaler individualisiert wird, desto besser. Nach dem Motto, 20 Schüler, 20 Förderpläne. Das ist nicht das, was ich als Bildungsforscher für relevant halten würde, sondern es muss eben ein gutes Timing vorkommen und es muss passen. Und die Vorstellung, eine Unterrichtsstunde, in der nicht auch mindestens mal drei verschiedene Aufgabentypen nachwiesen, ist nicht realistisch.
das kann mal passieren, aber auch nicht unbedingt. Aber der andere Punkt, den Sie genannt haben, finde ich auch wichtig. Es muss auch eine ausgewogene Balance geben zwischen den Kernkompetenzen, auf die Schule nun mal Wert legt, und dem, was noch dazukommt. Und als Bildungsforscher sage ich immer wieder auch mal ganz gerne, dass Kooperationen ja kein Selbstzweck sind, sie sind ein Potenzial. Das hat der Vorbild auch gesagt. Und auch der Staatssekretär vom Bildungsministerium ist eine Chance, ein Potenzial, die, wenn man sie nutzt, Großes hervorbringen kann. Aber das muss eben auch bestimmte Qualitätsmerkmale erfüllen. Und deswegen wäre es mir wichtig, oder fände ich es gut, sowas zu tun, was der Vorbild auch angeregt hat und schon getan hat, auch mal Befragungen zu machen, also empirisch zu denken, nicht sagen, ja, das wird schon toll sein, finde ich klasse, sondern auch... Das denke ich mir, Sie kommen ja aus der empirischen Forschung, dass ja, bei Ihnen Nachfragen und Auswerten Ihr Hobby ist oder Ihr Beruf ist schon an der Stelle klar. Was Sie dabei auch ansprechen, dass man jetzt eigentlich heute an diesem Tag auch noch nicht mit Schülerinnen und Schülern geredet hat, sondern nur wieder mit denen, die Bildung letztendlich ausüben. Herr Hecke hat das heute Morgen schon gesagt, man muss auch loslassen können in den Ministerien. In Ihrem auch, was Kompetenzen angeht, um Kooperation möglich zu machen? Na, ich glaube, dass das wichtig ist, wir reden jetzt hier, haben jetzt wieder sehr stark über Schule und über Unterricht gesprochen. Also wir nehmen natürlich auch die Akteure in den Blick, die bei uns im Ministerium eine Rolle spielen. Das sind die Kulturschaffenden, das sind die Sportvereine, das sind alle anderen, die sich natürlich große Sorgen machen, zu Recht, wegen Ganztag und anderen Dingen. Was passiert, wenn man den Ganztag ausdehnt? Was passiert mit unseren Sportvereinen? Was passiert mit den Trainingsstunden? Wir alle sind früher nachmittags um 3 auf den Sportplatz gegangen zum Training. Das fällt heute oftmals weg. Die Sportvereine machen sich Sorgen, was ihre Mitgliedschaft betrifft. Die kulturellen Einrichtungen haben Sorge, dass Besucher wegbleiben und so weiter und so weiter. Das ist ein großes Problem, was sich jetzt aus unserer Sicht auch oftmals darstellt, wo wir aber sagen, ja, da kann nicht das Ergebnis sein, dass man die Schulform Ganztag in Frage stellt, sondern im Gegenteil, beide Seiten müssen aufeinander zugehen. Insofern ist dieses Loslassen vielleicht richtig, wenn man, sagt jetzt nochmal an einem Beispiel eines Sportvereins, das sich anschaut, dass auch die ihre Strukturen überdenken müssen, überlegen müssen, wie gehen wir mit dieser neuen Situation um. Das ist nicht einfach. Wir versuchen das zu unterstützen mit ganz speziellen Programmen auch und auch finanziell zu unterstützen, auch mit Qualifizierung, auch mit Fortbildung und Ausbildung von Menschen, die in Sportvereinen tätig sind, in den Ganztag zu gehen. Und ich will es auch nicht nur auf diesen klassischen Unterricht, den meine ich jetzt gar nicht, sondern es geht wirklich hier um diese außerschulischen Angebote, die ja zusätzlich kommen müssen, die ja auch einen hohen Individualisierungsgrad haben, weil wenn man nachmittags unterschiedliche Angebote anbietet, wo Schüler sich dann auch entscheiden können, ob sie Sportart A, B, C oder Kulturveranstaltung X oder Y besuchen, dann ist das wichtig. Aber für uns ist einfach wichtig, dass wir diese Akteure, Schule und außerschulische Bildung, seien es Vereine, seien es Einrichtungen oder auch Bibliotheken und Archive eben zusammenbringen und beiden Seiten klar machen, das ist oft noch nicht so, dass wirklich ein Benefit da für beide Seiten daraus entstehen kann. Und das ist eine sehr verkrustete Angelegenheit. Und insofern müssen wir als Ministerium, als Politik umdenken, aus diesem Schubladendenken raus. Der Sport ist der Sport. Wir müssen gucken, wie können wir sicherstellen, dass es diese Sportvereine, wie wir sie heute haben, in 20 Jahren auch noch gibt, weil gute außerschulische Angebote und eine gute Kooperation ist aus meiner Sicht auch die Garantie dafür, dass wir Sportvereine wach halten, am Leben erhalten. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, finde ich, dafür einzutreten. Das ist auch eine Frage von Integration, absolut. Und deswegen muss an diesen Stellen politisch, aber auch in den Vereinen und bei den Akteuren umgedacht werden. Insofern nochmal zurück zur Ausgangsfrage, spielt Loslassen da in dem Bereich sicherlich auch eine große Rolle. In dem kleinen Film gerade hätten Sie sich also gewünscht, dass welches Fest feiern Sie am liebsten? Feiern Sie am liebsten, dass Sie gesagt hätten, Sportfest wahrscheinlich an der Stelle. Ja, aber das war jetzt nur das Beispiel. Ja, natürlich ist es bei der Kultur und ich habe es ja eingangs gesagt, welche Bereiche bei uns im Ministerium angesiedelt sind. Das ist die Kultur, das ist der Sport, das sind große Bereiche, die außerschulisch eine wichtige Rolle spielen können. Dr. Derichs, gibt es Nöckler und Nörgler, die auch in so einem Planungsbüro sagen, Kinder, hört mal auf mit dem ganzen Quatsch, lasst uns erstmal klasse Schule machen, jetzt kommt ihr noch und wollt jetzt hier auch noch, dass die Schüler in der Bibliothek sich erklären lassen, wie man Kataloge sortiert. Und ich kann mir so Menschen vorstellen, ich kenne solche Menschen. Beschweren
die sich auch oder kriegen Sie mehr Lob für das, was Sie machen? Also nicht, dass sich das verfestigt. Wir sind kein Planungsbüro, ne? Naja, ein Koordinationsbüro. Also nein, das Ganze fußt auf einem ganz großen Freiwilligkeitsprinzip. Das, was wir machen, das, was wir anbieten, das kann man entweder annehmen oder auch nicht. Wir haben ein Angebot in der Städteregion ausgearbeitet. Die Kommune gibt auch selber Gelder und Ressourcen dafür zur Verfügung. Es nennt sich die Bildungszugabe. Da haben wir 300.000 Euro im Jahr für die Finanzierung von Besuchen bei außerschulischen Lernorten. Dazu zählen die ganzen Bildungspartner, die Sie hier auch schon alle aufgezählt haben. Wir haben viele Industriedenkmäler noch bei uns in der Region dabei, ob Bergwerke oder einen Sportverein haben wir auch, das ist die Alemannia. Jetzt wollte ich mich auch auf den gelben Sessel da hinsetzen, ja, aber das hat nicht geklappt. Aber die gibt es ja auch schon fast nicht mehr. Wir haben mit unserem Angebot, mit der Bildungszugabe, einen Katalog aufgebracht, der über 50 Angebote zu außerschulischen Lernorten darstellt. Für Kindergärten und für Grundschulen und für weiterführenden Schulen. Und dieses Angebot ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben über 500 Anträge jedes Jahr auf die Bildungszugabe, dass der Etat reicht nicht. Wir merken, das wird uns aus den Händen gerissen und das ist etwas, was nachgefragt wird. Der Besuch bei außerschulischen Lernorten, also damit werden Kooperationen angestoßen, damit kann man auch in der Schule langfristig arbeiten, Musikschulen sind dabei. Das ist etwas, was eindeutig funktioniert. Und die ganzen Nörgler, die Sie angesprochen haben, ich kenne sie nicht, bei uns kommen sie nicht vor. Frau Ermer lacht, kennen Sie die? Ich frage mal andersrum. Warendorf hat mehr als eine Schule. Gibt es schon Eifersüchteleien oder Schulen, die gemerkt haben, oh, das Lauretianium, die preschen jetzt vorweg. Wir hielten es anfänglich für ein bisschen komisch, was die da machen, aber wir müssen jetzt aufholen. Gibt es in Städten auch Ihnen bekannte Eifersüchteleien? Also über Eifersüchteleien sollte man nicht zu viel Zeit verbringen. Wichtig ist, die Nahtstellen einfach, ob das der Übergang von den Kindergärten, von allen Kindergärten, egal in welcher Trägerschaft, zu allen Grundschulen, dann auch zu allen weiterführenden Schulen wirklich transparenter macht, für Eltern unterstützender macht. Wir sind in der Stadt Warendorf sehr, sehr früh angefangen, durch ein Projekt zusammen mit der Stadtbücherei uns in diesem Bereich auszutauschen. Wir sind seit 2003 dabei. Ich glaube, es gibt keine Eifersüchteleien mehr, sondern wir sind schon in dem Prozess so weit, dass wir sagen, wir möchten voneinander lernen und miteinander lernen. Und ich gebe gerne alles weiter. Die Frage ist, ob es eben halt auf eine andere Schule passt oder nicht passt. Innerhalb der Stadt stellt sich das manchmal gar nicht so ganz schwierig dar. Wenn ich aber in die Landregion gehe und anderen Kommunen aus dem Kreis Warendorf erzähle, was gerade auch in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei möglich ist, dann staunen die, weil wir aber schon ganz viel Arbeit geleistet haben. Herr Faufel ist auch da schon mehrfach in Warendorf gewesen, waren wir sehr früh dabei, den Medienpass einzusetzen und nicht, dass wir zu irgendeiner Verwechslung kommen. Natürlich ist das Ziel und da müssen wir den Eltern, ob mit oder ohne Ganztag, auch versuchen, so gut es geht, Sicherheit zu geben. Der Einstieg ins Gymnasium soll immer noch mit dem Abitur und einem guten Ausstieg oder Einstieg in die Weiterbildung gegeben, sei es an der Universität, sei es im dualen Studium oder wie auch immer. Ich glaube, wir haben da schon wirklich gute Strukturen innerhalb der Stadt, die manchmal auf den Flächenkreis, weil der Kreis Warendorf relativ groß ist, nicht 1:1 überstülpbar sind. Professor Helmke, ist es ein großer Vorteil, auch eine Schule zu verlassen, was Motivation angeht, dass Schülerinnen und Schüler oft auch das Gefühl haben, das ist jetzt nicht Schule, was ich da mache, wenn ich in die Bibliothek fahre, wenn ich ins Museum fahre, wenn ich mit den Sportvereinen was mache. Ist das ganz wichtig, dieses Gefühl zu haben, ich übertreibe mal, einen dauernden Wandertag auch in der Schule zu haben? Kommt drauf an. Für manche Schüler ist es vielleicht nicht so erforderlich, aber für viele ist das genau das Feld, das ihnen eine Chance bietet, sie zum Lernen noch besser zu motivieren. Sie lernen den Stoff an einer völlig anderen Seite erkennen, sie können etwas anfassen. Sie können etwas handeln, erkunden und das ist für viele eine große Motivation,
Und ich erinnere nochmal an das Ergebnis der Hattie-Studie, das oft gar nicht gekannt wird. Man redet meist nur von den Prozessen, aber Schülermerkmale wie Selbstvertrauen, aber auch Lernmotivation, das sind die stärksten Motoren überhaupt. Und was oft kolportiert wird, dass die Lehrperson die entscheidende Punkt ist, stimmt nicht ganz. 50% aller Unterschiede in den Schülerleistungen sind zurückführbar auf Unterschiede im Lernpotenzial. Und das ist neben Begabung eben genau Selbstvertrauen, Lernmotivation, Ausdauer und dergleichen mehr. Und deswegen lohnt es sich, Erfolgsfelder zur Verfügung zu stellen durch alternative Lernorte, wo sowas denkbar ist, als eine gute Ergänzung. Ich meine, das hat die Pädagogik schon vor vielen Jahren mit dem Begriff originäre Begegnung umschrieben. Bei uns im Sauerland hieß das mit Kuh am Euter packen, dass man da wahrscheinlich tatsächlich am meisten lernt. Wenn wir uns in 2 Jahren hier wieder treffen sollten, was wünschen Sie sich, was bis dahin noch passiert ist, was jetzt noch nicht passieren konnte oder wo es noch Hemmnisse gibt als Schlussrunde, wenn wir uns in 2 Jahren hier treffen? Die Hattie-Studie ist ja jetzt schon zitiert worden. Ich hatte mir im Vorfeld das auch in der Zeit, diesen ausführlichen Beitrag nochmal an. Da steht drin, dass es ankommt immer auf das Lehrpersonal, also im Grunde schon sehr stark auch auf eine einzelne Person. Und ich glaube, was das Zusammenbringen angeht von schulischen, außerschulischen Angeboten, das hängt meines Erachtens auch sehr stark an Personen. Wir brauchen also engagierte Leute in den Schulen, die das als Chance erkennen für die Schülerinnen und für die Schüler. Wir brauchen sie aber auch in den Kommunen, wir brauchen sie in den Museen und in den Vereinen, die einfach für sich selber auch, und das ist immer mein Appell, nicht nur auf die Schule zu gucken und zu sagen, ja, die nehmen uns mit dem Ganztag hier die Chancen oder berauben uns der Möglichkeiten, sondern wenn man die Chancen entdeckt und für sich selber sieht in dem Bereich und es Menschen gibt, die das offensiv angehen, mit den Schulen Kontakt aufnehmen, mit den Kommunen. Das ist das, was ich mir eigentlich erhoffe, dass wir diese Personen finden und auf allen Seiten, die dann miteinander solche Kooperationen eingehen, weil ich glaube, es ist, Sie haben es ja geschildert, schon der richtige Weg. Dr. Derichs, ich sage nicht Planungsbüro, ich sage Bildungsbüro. Was kann sich im Bildungsbüro dieser Städteregion noch tun und muss sich tun, damit Sie in 2 Jahren sagen, wir sind jetzt noch viel weiter? Ja, den Veränderungsprozess, der es nämlich ist, weiter positiv begleiten. Und mein Wunsch wäre es, dass er auch weiterhin mit großen Schritten voranschreitet. Also Veränderungen in Schule, Veränderungen in der Arbeit bei den Bildungspartnern. Herr Helmke hatte eben das Thema Wirtschaft erwähnt. In Nordrhein-Westfalen gibt es ein großes, zunehmend, ja, geht in die Fläche, das flächendeckende Programm Kein Abschluss ohne Anschluss. Da wird die Wirtschaft schon ab der Schule, ab der 8. Klasse in die Schule mit ins Boot genommen im Bereich der Berufsorientierung. Das hat auch wieder mit Kooperation zu tun. Und das werden wir mit unserem Bildungsbüro in der Städteregion Aachen, in der Städteregionsverwaltung, positiv begleiten und hoffentlich auch erfolgreich. Was wünschen Sie sich noch oder sagen Sie, ach Warndorf, wir haben schon alles ausgeschöpft, wir sind Vorreiter? Nein, wir sind gut auf dem Weg. Wir wünschen uns, dass das, was wir gut geschafft haben, die sehr gute Kooperation mit der Stadtbücherei, übrigens mit steigenden Zahlen, auch auf andere Bereiche übertragen können. Ich muss noch mal mit Ihren Worten an die WSU herantreten, weil da Kooperation gerade nicht so richtig mitgedacht wird. Dort haben wir dann Führungswechsel und ich glaube, es geht mehr als im Moment vielleicht ankommt. Also übersetzen Sie schnell WSU. Warendorfer Sportunion, das ist der größte Warendorfer Sportverein, der in den Abteilungen beraten hat und gemeint hat, so mit Kooperation mit der Schule geht es so recht nicht. Ich werde nicht aufgeben, es wird gehen, es muss anders gehen. Wie es gehen wird, die Lösung habe ich noch nicht, weil wir einfach auch ein großes Einzugsgebiet haben, Schüler, die mit auf die Busse angewiesen sind, hin und her fahren. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg, aber längst noch nicht am Ende angekommen. Das wäre auch schrecklich, weil Schule sich weiterentwickelt. Wir sind gerade in diesem neuen Programm, versuchen auch die Wirtschaft mit einzubinden. Ich denke, es gibt noch viel zu tun, aber es ist sehr schön, wenn man starke Kooperationspartner schon hat, dann traut man sich auch mit weiteren noch die Kooperation weiter zu betreiben. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Professor Helmke, soll ich Ihren Part übernehmen, so wie mit der Anmoderation vorhin, das, was Sie sich wünschen? Ja. Ich wünsche mir, dass der Gedanke, den Sie ausgesprochen haben, dass der auch noch stärker ins Bewusstsein dringt, dass es letztendlich vor allem auf das Engagement der handelnden Personen ankommt. Das wissen wir aus der Hattie-Studie, wussten es auch schon vorher, dass etwa Lehrfreude, wenn Schüler erkennen,
dem macht das Unterrichten ja richtig Spaß. Der findet das Fach ja richtig interessant. Das gilt für Schule wie auch außerfachliche Einrichtungen. Wenn Schüler das erfahren, dann ist das der springende Punkt. Und darauf sollte man noch sehr viel stärker achten als bisher. Heißt eigentlich, der Glaube daran muss immer stärker werden, dass Selbstvertrauen durch Fremdvertrauen entsteht. So einfach kann man es ja, glaube ich, zusammenfassen. Ne? Ja. Ich möchte dieser Runde herzlich danken. In die Details der einzelnen Problematiken, Fragestellungen, wie auch immer, gehen die Seminaria, die vielfältig angeboten sind. Zum Ablauf des weiteren Tages sage ich noch was, aber lass uns erstmal von der Bühne verschwinden, damit die uns jetzt noch ein paar Minuten unterhalten, bis zur ersten Pause, auch auflaufen und auftreten könnten langsam. Lieben Dank der Runde, Applaus. Bernd Neuendorf, Magis Ermer, Andreas Helpke und Sascha Derix.